Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang. Ja, da lag ich hier wieder bei Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir machen hier mal ein In-Between-Video. Und warum? Ja, ihr habt zu Weihnachten wahrscheinlich so ein paar von euch Skyrim bekommen, und da kommen Fragen rein, ja, Alchemie, ja, Rüstungen und so weiter. Und weil da wegen Alchemie so die große Nachfrage war, schauen wir jetzt einmal, welche Rezepte es gibt, welche ich schon habe, und die blättern wir einfach durch. Das soll recht rasch gehen. Ich nehme da mal alles aus der Kiste raus, ja. Und dann gehen wir da rüber und schauen, welche Rezepte ich schon habe. Und das mache ich einfach so. Ja, Anfälligkeit für Blitz, und ihr seht, was da für Zutaten dafür benötigt werden. Und das mache ich dann alles so 3 Sekunden. Brauchen wir dazu nicht viel reden, aber ich erzähle dazu, was Anfälligkeit für Blitz, pipapo. Wir können da mal nachschauen, was das kostet. Wert 120, ja. Haben wir das jetzt ausgelöscht wieder? Ja, Anfälligkeit für Feuer, Frostsalze und Mondzucker, ja. Das kostet schon 428, also im Verkauf. Wir sind da ja schon gelevelt bei Alchemie, und Alchemie leveln, Leute, bedarf viel Arbeit. Das heißt, ihr müsst am besten gleich einmal am Anfang nach Mortal und die ganzen giftigen Sachen da einsammeln und gleich dort auch zu dem Alchemisten gehen. Und schaut hier, 686 hier, ja, Anfälligkeit für Magie, das ist auch so ein Gift hier. Zaubertrank, ja, was. Da Jasperjahrtrauben, Kriechranke, Fallwurzel. Salz ist besonders wichtig. Salz, Mehl und was war dann noch, was man immer brauchen konnte? 856, schaut euch das an, ja. Anfälligkeit für Magie. Merken. Also ihr könnt da immer zwischendrin dann das Video anhalten, hm? Und nachschauen. 746, Zaubertrank, Ausdauer, regenerieren, ne? Die Moratapinella und den Schuppenschwamm, ne? Wie gesagt, im Mortal findet ihr die giftigen Sachen, und am Anfang besonders teuer die giftigen Sachen, die könnt ihr dann auch gleich brauen und dort auch gleich verkaufen, macht ja auch ein bisschen Geld dazu. Und es geht nicht umhin, ihr kommt nicht umhin, einfach bei den gesamten Sachen, bei der ganzen Alchemie, immer wieder da zum Alchemielabor zu rennen und die Tränke zu brauen, ja. Die sind nicht besonders gut. Der zyrodilische Schuppenschwanz, ja genau. Das ist zum Beispiel ein tolles 460 Gold wert Rezept. Blaue Schmetterlingsflügel sind auch immer wichtig. Die kriegt man nicht so oft. Blasenpilz ist auch fast überall vorhanden. Ja. Ausdauer senken zum Beispiel. Noch einmal Ausdauer senken. Distelzweig, Knochenmehl, Todesglockenblume. Nur 113. Aber damit ihr das Rezept auch habt. Ausdauer verstärken, Karusei, Knoblauch und Lavendel. Ja? Fast 200 Gold. Ausdauer wiederherstellen. Oh, da gibt's viel. Biene, Drosselei, Fackenbrust, Fackelwürmchenbrust, ja. Ah, das Falkenschnabel kommt schon besser, ja. Da hieß Karpfen. Ah, das Rezept macht der Falkenschnabel recht teuer. Ne? Hier ist das Drosselei auch dazu. Ja. Auch ja, violette Bergblume, Falkenschnabel und die Biene. Probieren wir es einmal mit dem Drosselei. Es ist noch teuer. Ja, genau. Drosselei, Falkenschnabel und violette Bergblume. Ne? Blitzresistenz. Ne? Ist wieder was Neues. Cool. Ja, und je teurer das Rezept wird, je wertvoller, desto mehr Erfahrungspunkte kriegt ihr auch dazu. Wir sind hier noch bei A, Silberbarsch, Skiferschwanz, der macht schon 354, und Wacholderbeeren dazu, bleibt gleich. Also könnt ihr da einfach aus diesen, wenn ihr zu viel habt, machen, dann wechselt ihr einfach so, ne?
wenn das aus ist, macht sich einfach so. Skiferschwanz, Silberbarsch und Wacholderbeeren. Ne? Ausdauerregeneration senken. Ne? Beschwörung verstärken. Blaue Bergblume, seht ihr? Schmetterlingsflügel. Die zwei. Blaue Schmetterlingsflügel und blaue Bergblume. Einfach zu merken, ne? Magika-Regeneration senken. Sorry, Leute. Wichtig, 730. Echt teures Rezept. Kommt man gleich, ja? Und 800 Knochenmehl, ja, das findet ihr immer in jedem Dungeon, das Knochenmehl. Lavendel ist nicht so. Also die zwei sind cool. Das kommt nicht so gut. Ja. Ja. Okay. Beschwörung verschwinden. Ja. Es ergeben sich nämlich daraus auch verschiedene Rezepte, die da auf der linken Seite nicht angezeigt werden. Zum Beispiel jetzt. Blitzresistenz, Drosselei, Falkenschnabel, die schon 300, Glühstaub dazu, Schneebeeren dazu, sind wir schon bei 561. Schneebeeren sind meistens irgendwo im Schnee, also in höheren Gebieten zu finden, immer am Wegesrand, die schauen echt cool aus. Und die Sumpfpilzschote, ja, bleibt sich gleich. Probieren wir mal was anderes. Nehmen wir Falkenschnabel, ist echt ein gutes Ding. Alles, was mit Vögeln zu tun hat, ja. Also das haut nicht hin, das macht auch nicht besser, Drosselei auch nicht, okay. Die Sumpfbildschote selber ist so, ja, 472, jawohl. Zaubertrank Frostresistenz, genau. Ja, seht ihr, links steht da jetzt Blitzresistenz und Zaubertrank Frostresistenz und es gibt da mehrere Wirkungen, ihr seht da 45%ige Frostresistenz für 60 Sekunden und 45%ige Blitzresistenz für 60 Sekunden, also habt ihr beides auf einmal. So, jetzt wollte ich noch mal das schauen. Schneebeeren weg, das weg und die zwei, ja, mit den zwei, Falkenschnabel, ja, wie gesagt. Das nächste ist Blocken verstärken. Hm? Dornenherz und Tundra-Baumwolle ist extrem cool, ja, 518. Blocken 60 Sekunden, 60% und Magicka wird für 60 Sekunden um 60 Punkte erhöht. Kommt auch cool. Blocken verstärken. Okay. Dauerhafter Ausdauerschaden. Hühnerei. Schmetterlingsflügel. Wert 27. Tollkirsche. Und da Tollkirsche. Das haut das Ganze wieder nach vorn. Schauen wir mal, wie es da ist. Wir brauchen nur das Hühnerei und die Tollkirsche. Oder, ja, Hühnerei und Tollkirsche. Zu merken, Schmetterlingsflügel könntet ihr euch sparen dabei, ne? Ja? Okay. Da steht auch Magika-Regeneration senken, weil da wieder, ne? Senkt die Magika-Regeneration des Ziels für 60 Sekunden um 100% erzielt, entzieht dem Ziel 10 Sekunden lang 12 Punkte Ausdauer pro, ja? Das nächste ist dauerhafter Magika-Schaden. Fackel, Würmchen, Brust und Sumpfbildschote plus violette Bergblume. Okay, und da kommt Weizen ins Spiel. Weizen ist nämlich auch ein extrem wertvolles Produkt bei der Alchemie. Solltet ihr immer, wenn ihr was findet, gleich mitnehmen. So, was machen wir da? Dann nehmen wir das weg und machen wir so. 212, mehr geht da glaube ich nicht. 223, ja. Ja, Weizen. Cool. Gut. Einhändig verstärken steht da. Bärenklaue und Kaniswurzel, ja. 324 Wert. Falkenfedern ergibt nicht mehr 1000, ja, mit Hängemaus. Gift Magica Regeneration senken, ne? Da gibt es Einhandwaffen, Gesundheit und Magica Regeneration senken. Eines der teuersten, ja, Mag, Reck, Senken. Bärenklauen, Kaniswurzeln und Hängemoos, ja. Schauen wir mal, das Steinhuscherei, ja. Ich glaube, das Hängemoos ist auch wichtig, das findet ihr auch in jedem Dungeon. Das einhändig verstärken mit Kaniswurzel und Steinhuscherei. Ja, nicht mehr. Gibt's auch nicht mehr. Bärenklauen auch nicht mehr. So, da noch. Einhändig verstärken, Falkenfedern und Steinhuscherei 324 wird auch nicht mehr. Da kann ich Wurzel, das wird mehr, okay.
Gut so. Aber das Hängemoos. Schauen wir, ob das ohne dem. Ja, es reicht Bärenklauen und Hängemoos, seht ihr? Wert Tausenden. Also, auf Bärenjagd gehen und das Hängemoos, das findet ihr in den Dungeons. Oder beim Eingang der Dungeons. Das hängt so am Rand. Ja. Also 1000, das wusste ich auch nicht. Habe ich ganz vergessen, auf das Zeug. Ja, es wird auch nicht mehr. So, das Zeug nochmal. Ja, alles cool. Einhändig verstärken, ja. Erzürnen, Hexenrabenfedern findet man oft. Rauer Wustling und Trollfett, ja. Nehmen wir das weg. Ah, ihr braucht nur Rauen Wustling und Trollfett, 555, ja. Zweihändig verstärken, Zaubertrank, da ist Erzürnen dabei. Personen bis zur Stufe 12 greifen 10 Sekunden lang jeden in ihrer Nähe an, ja, und als Hauptanteil ist zweihändig verstärken da, ja? Erzürnen. Oh, muss ich ausschalten, das da, ja. Dann gibt's die Feuerresistenz. Drachenbaum. Elfenohr. Feuersalze. Ah, Elfenohr und Feuersalze sind schon 411, ja. Knochenmehl dazu wird nicht besser. Rauer Wustling auch. Schlammkappenkitin auch nicht. Schneebären auch nicht. Okay. Ist auch nicht schlecht. Sorry, folks. So, als nächstes die Frostresistenz, ja. Da haben wir Distelzweig, Eismiriam, Falkenschnabel, die Frostsalze, Mondzucker, Schneebeeren. Schneebeeren sind wichtig, die kommen fast überall, bei vielen Rezepten vor. Und die Blumen, alle, in allen Farben. Aha. Seht ihr, daraus wird dann schon Schleichen verstärken. Für 560. Und das zu braucht man auch noch. Eismiriam und violette Bergblume, 560. Cool. Ist ja auch schön, dass ich mich da wieder mal reinknie. Knoblauch ist auch extrem wichtig. Knoblauch ist immer gut. Zaubertrank Gesundheit regenerieren. Ja, 486, Leute. Kommt da noch was dazu? 600. Namiras Fäulnis, ja. Nordranke, 600. Vampirstaub, ah, 1200, das ist jetzt der beste bis jetzt. Gesundheit regenerieren, ja, Zaubertrank, Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit, Gesundheit regeneriert sich 300 Sekunden lang 75% schneller, ja. Vampirstaub, Mondfalterflügel, schau mal. Ah, es reichen nur die zwei, Mondfalterflügel und Vampirstaub, ja. Nehmen wir noch Walkholderbeeren dazu, ah, da wird nichts besser draus. Das, oh, mit der Nordranke wird es 1317. Mondfalterflügel, Nordranke und Vampirstaub. Cool, Wacholderbeeren. Die brauchen wir auch nicht. Oh doch. Egal, ja. Gesundheitsreg, schaut euch da die Liste an. Wie gesagt, Vampirstaub und Mondfalterflügel und eventuell die Nordranke dazu. Ja. Echt teuer das Ding. Gesundheit senken, Ektoplasma, Falmaohr, Flusspeitscher, Dann haben wir Koboldschemel, die Nierenwurz, rote Bergblume, Salz der Leere, Skiva, Schwanz, Todesglockenblume, ja, Todesglockenblume, schauen wir, und Flusspeitscher. Flusspeitscher und Todesglockenblume. Ja. Verlangsamen. Das Ziel bewegt sich nun noch halb so schnell für 60 Sekunden, verursacht 60 Giftschaden. Ja. Dolchkirsche dazu und Trollfett. Ah, das gibt nichts mehr. Okay. Todesglockenblume und Flusspeitscher. Merken, das gibt ein teures Rezept. Gesundheit senken haben wir. Koboldschemel. Moira Tapinella und orange Pfeilfedern. Schlachterfischei. Schlachterfischschuppen. Aha.
Das weg, daher, daher ergibt sich auch nichts. Das, ne. Ihr könnt daraus aus zwei immer dasselbe machen, ja? Zum gleichen Preis, ihr braucht auch nicht drei Produkte reinhauen, ne? Gesundheit senken, noch einmal Gesundheit senken. Der cyrodiilische Spatenschwanz und Silberbarsch. Was wird das jetzt weniger? Das gibt's doch nicht. Gesundheit senken, ja. Das Kieferschwanz, ja. Und in Kombination, alle drei zusammen 354. Gesundheit senken, Ausdauer, Regeneration senken, ja. Spatenschwanz, Silberbarsch und Kieferschwanz. Ja. Verstärken, blaue Bergblume, Bärenklaue hatten wir schon einmal, ja. Makrek, genau. Und Hängemoos. Genau die drei Sachen, die wussten wir ja schon. Blaue Bergblume, Bärenklauen und Hängemoos. Ja, dann lassen wir das mal weg. Riesenzee. Oh, das ist das teuerste. Ja. Gesundheit verstärken. Ja. 1900 blaue Bergblume. Schauen wir mal, ob das ohne dem Zeug auch geht. Ist auch teuer, ja? Blaue Bergblume und Riesenzee. Plus die Bärenklauen, ja? Das Zeug mal. Oh. 2226 Bärenklauen, Hängemoos, Riesensee. Ja, das ist es nicht. Bärenklauen weg und ne, wenn wir da, ja. Okay, die Kombination all dieser ist okay, aber das ist wohl das teuerste Zeug, ja. 2226 Bärenklauen, Hängemoos und Riesensee, ja. Cool. Merken, das ist echt das teuerste, das ich kenne. Aber ich kenne so gut wie nix. Blasenpilz, blaue Bergblume, blaue Pfeilfedern, Koboldschemel, Schmetterlingsflügel, Steinhuschei, Sumpfbildschote, Säbelzahn, Tigerauge, verkohltes Kieferschwanz und Weizen. Ja, das gibt schon wieder Gesundheit wiederherstellen. Okay, ich werde da jetzt nicht da durchprobieren, die ganzen, weil wir kommen da auf der linken Seite ja wahrscheinlich ja so oder so zu diesen Rezepten. Distelzweig und Trollfett und verkohltes Skiverfell, Giftresistenz, ja, gibt auch einen schönen Trank. Illusion verstärken, einmal, zweimal die Mora Tapinella, die Pfahlwurzel. Das ist schon 348. Schuppenschwamm dazu, fast 1000. Dann Zwergenöl haben wir auch fast 1000. Das bleibt allein auch nicht schön. Ja, Fallwurzel und Zwergenöl allein, das reicht auch dann schon. Gut, Krankheit heilen, Falkenfedern, Vampirstaub und verkohltes Kieferfell. Da gibt sich nichts, was mehr wert wäre. Ja, egal. Aber Falkenfedern und Bierstaub und verkohltes Kieferfellkrankheiten heilen. Leichte Rüstung, Falkenfedern und Mondfalterflügel. Und 30 Punkte, ja. Ist nicht unbedingt so viel wert. Lehmen. Dornenherz und Karniswurzel. Koboldschemel. Geht nicht besser. Sumpfbildschote wird auch nicht besser. Das reicht, glaube ich. Wenn wir die zwei allein nehmen, Lehmann, ja. Ja. Und auch das dazu, ja. So. Ja. Ihr könnt die immer zu zweit kombinieren und das reicht dann auch schon. Ja. 600, über 600, fast 700 immer. Lehmann, ja. Gutes Gift. Makrek, Feuersalzer, Jasperia, Trauben, Knoblauch, Pfahlwurzel, Salz und Zwergenöl. Das ist schon fast 500. Haben wir den Knoblauch dazu? Brauchen wir nicht. Eben Pfahlwurzel dazu, Salz dazu. Salz ist immer wichtig. Und Zwergenöl. Ja, ja, es geht auch zu zweit. Gell? Schauen wir. Zwergenöl. Oh, 900. Ah. Makrek, ja. Pfahlwurzel und Zwergenöl, Leute. Ja? Salz und Zwergenöl. Ja, die Kombination
Ist echt cool. Max Henten, ja. Eismerium, Grassamen, Lavendel, orange Pfeilfedern, rote Bergblume, Weißkappe, ja, da gibt's nicht besonderes viel. Eismerium, ja, da war's. 121, ja. Okidoki. Oh, das wird lang. Ich habe so viele Rezepte. Magier senken, Kaurusei, Mondfalterflügel, Namiras Fäulnis, 1300, ich glaube, Nordranke, 1300, Mondfalterflügel, 600. Yes. Also Kaurusei, Mondfalterflügel, die Kombination ist echt cool. Ja, plus irgendwas dazu. Oh. Gibt schon was her. Magica verstärken. Dornenherz, Ektoplasma, rote Bergblume, Tundra-Baumwolle, ja. Dann, ob das sowas bringt. Nee. Und das so, 600. 600. Ja, ist ungefähr gleich. Okay. Oh, wir sind jetzt bei M, wieder Magica wiederherstellen. Ja. Dornenherz, Ektoplasma, Elfen, Ohr, ja. Feuersalze, Frostsalze, Grassamen, Kriechranke, Mondzucker, Moratapinella, die Pfahlwurzel, rote Bergblume, Weißkappe und Zwergenöl. Ja. Gibt's eigentlich ziemlich viel, was man da verwenden kann für die Markreck, gell? Okay. Dann haben wir Senken, blaue Bergblume, Schmetterlingsblüte, teuer, Bärenglauben, ja, super, Glühstaub, Hängemoos, Hühnerei, Spinnenei, ja, Tollkirsche und Zweiglingssaft. Wow. Ja? Resistenz, Magica Resistenz, blaue blutende Krone, Lavendel, sorry Leute, und die Nierenwurz, Lavendel, ja, das bleibt gleich, ist ein nicht sehr teurer Trank, Redikunst verstärken, Drachenbaum und Schmetterlingsflügel. Schleichen verstärken, Eismiriam, Falkenfedern, violette Bergblume. Okay. Dann haben wir die Schmiedekunst verstärken, Blasenbild, Säbelzahn, Tiger, Reißzahn und Zweiglingssaft. Ja? Schmiedekunst verstärken braucht ihr oft. Da gibt es nämlich noch eine Zutat. Ja, die fällt mir jetzt gerade nicht. Blasenbild, Säbelzahn, Tiger, Reißzahn, Zweiglingssaft, Schimmerpilz, glaube ich. Ja. Aber egal. Es reicht, wenn ihr das wisst. Ja, Schmiedekunst verstärken braucht ihr immer. Weil ihr macht eure Rüstungen, ihr macht eure Waffen und dann, wenn ihr den Glitch wisst, dann macht ihr super Waffen daraus. So, Zaubertrank, schwere Rüstung verstärken, die Weißkappe, Eisgeistzähne und Distelzweig. Dann haben wir Taschendiebstahl verstärken, 324, die Nordranke und das Schlachterfischei. Tragfähigkeit verstärken, Kriechranke und Schuppenschwamm, 681, nicht schlecht, ja? Schuppenschwamm und Kriechranke. Unsichtbarkeit, Kaurusei, Eisgeistzähne, Mondfalterflügel, Nierenwurz, Vampirstaub, 1300, ja, Vampirstaub ist extrem teuer, ja? Ah, Mondfalterflügel gehören dazu. Okay. Auch ein teurer Trank, Unsichtbarkeit, Verlangsamen, Flusspeitsche, Todesglockenblume, 801, jawohl.
Verzauberung verstärken, auch wichtig, unbedingt merken. Blaue Schmetterlingsflügel, Hexenrahmenklaue, Schneebären und Zweiglingssaft, ja. Mit dem Zweiglingssaft wird das Zeug extrem teuer auch. Achso, das geht zu zweit auch, ja. Also Verzauberung verstärken werdet ihr immer brauchen, weil ihr eure Rüstungen verzaubert, Leute, ja. Deswegen Verzauberung verstärken nicht vergessen. Wasseratmung ist zwar nicht so, aber damit ihr es wisst, Histkarpfen und Hühnerei. Wiederherstellung verstärken, also den braucht ihr auch, damit ihr den Klitsch mit den Rüstungen machen könnt. Ich habe da nur zwei Zutaten. Es gibt aber, glaube ich, drei oder vier. Egal, das reicht. Der cyrodiilische Spatenschwanz plus das Salz ist auch 324 und Wiederherstellung verstärken brauchen wir, damit wir eben super Getränke brauen zum Rüstung verstärken und Verzauberung verstärken. Zerstörung verstärken, Ektoplasma, Glühstaub und Tollkirsche, 900. Ja, Ektoplasma, Glühstaub und Tollkirsche. Zielkunst verstärken, Kaniswurzel, Spinnenei, Wacholderbeeren. Ja? Okay. Und zweihändig verstärken gibt's auch noch Drachenbaum, rauer Wusling und das Trollfett, ja? Okidoki, Leute, das war wieder extrem lang, ich weiß. Ich habe mir nur gedacht, wir gehen das Ganze mal durch. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Mehr habe ich da zurzeit nicht. Na, wichtig für euch ist noch immer, was war das jetzt? Schmiedekunst verstärken, Verzauberung verstärken und Wiederherstellung verstärken. Die drei Sachen Wiederherstellung verstärken brauchen wir. Warum? Ja, wir machen dann den Klitsch, damit ihr eure Verzauberung und Schmiedekunst verbessern, Rüstung anziehen könnt und super Tränke brauen könnt. Die ihr dann brauchen könnt zum Verzaubern und zum Schmieden, ja, und zum Verbessern eurer Rüstungen. Okay, das war's. Also Wiederherstellung, Schmiedekunst verstärken und Verzauberung verstärken. Das wär's eigentlich. Und all diese Gifte und Rezepte, die ihr da gesehen habt, die teuer sind, die können euch helfen, schnell zu leveln, wenn es um Alchemie geht. Und wir gehen da jetzt B raus und verlassen das Zeug. Ja, Alchemie beenden. Nun gut, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, ja. Ihr werdet nicht umhin kommen, im Alchemielabor zu stehen und zu den Händlern zu gehen, einzukaufen und einfach Zaubertränke zu brauen. Sonst kommt ihr da auf keinen hohen Level rauf, ja. Ihr seht ja, wie es da bei mir ausschaut im Labor. Ich habe da die Rezepte studiert ohne Ende. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach wieder posten. Ich habe da jetzt eine Playlist zusammengestellt, wo alle Tipps und Tricks, die ich da herausgefunden habe, zusammengeführt habe. Ihr könnt die ja mal durchschauen und seid euch nicht zu fade und schreibt einfach eure Fragen. Wenn ich Zeit habe, beantworte ich sie mal. In diesem Sinne. Riffraff, Dosita und ich, ja, haben euch jetzt mindestens eine halbe Stunde aufgehalten. Ich wünsche euch noch viel Spaß im Himmelsrand, euer Tosi. Ciao. Es lebt die Legende. Für wahr, das Drachenblut ist da.